Hey ho Leute, Wolf hier und heute haben wir mal was für unsere E-Sports-Freunde. Für eure PS4 gibt es jetzt eine neue App, mit der ihr euch ganz easy für Online-Turniere der ESL anmelden könnt. Dafür braucht ihr natürlich ein ESL-Konto und wenn ihr noch keins habt, keine Panik, das könnt ihr gleich noch einrichten. Wichtig, ihr müsst PS Plus-User sein und die Spiele, die zum Launch im 1-gegen-1-Modus verfügbar sind, sind FIFA 17, Street Fighter 5, NBA 2K17, WRC 5 und Project Cars. Okay, los geht's. Geht zum Reiter Events in euren PS4-Dashboard und von da auf Turniere. Sucht euch das aus, für das ihr euch anmelden wollt, wie hier zum Beispiel World Rally Championship 5. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auf der Übersichtsseite nochmal die offiziellen Turnierregeln durchlesen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, und wenn soweit alles klar ist, klickt auf Registrieren. Als nächstes müsst ihr euer ESL-Konto mit eurem PS Plus-Account verbinden oder ein neues ESL-Konto einrichten, wenn ihr noch keins habt. Das geht auch ganz fix. Achtet nur darauf, dass ihr bei den persönlichen Angaben noch euer korrektes Alter angebt. Sonst läuft nämlich nichts. Glückwunsch, ihr habt jetzt ein ESL-Konto. So, jetzt aber zum eigentlichen Anmelden für die Turniere. Wie gehabt auf Registrieren klicken. Auf der Übersichtsseite seht ihr nochmal, wann das Turnier losgeht und wie lange es dauert. Setzt ein Häkchen, wenn ihr zur Startzeit automatisch beitreten wollt. Jetzt habt ihr euch angemeldet, was euch auch nochmal bestätigt wird. Außerdem seht ihr auf der Übersichtsseite des Turniers links oben ein kleines Häkchen. Und auch auf dem Dashboard findet ihr die Erinnerung an das bevorstehende Turnier, damit ihr es auf keinen Fall vergesst. Kurz bevor das Turnier startet, bekommt ihr eine zusätzliche Erinnerung. Jetzt könnt ihr einchecken, entweder direkt oder über meine Events. Im Hintergrund wird euch nun ein anderer Spieler zugeteilt, der ebenfalls eingecheckt ist. Und wenn euer Match bereit ist, kriegt ihr eine weitere Benachrichtigung. Ja, ihr kriegt jede Menge Benachrichtigungen, ist aber doch auch ganz beruhigend, so verpasst ihr wenigstens nichts. Wählt nun jetzt beitreten, um das Spiel automatisch zu starten und haltet euch bei der Modusauswahl und den Einstellungen an die vorgegebenen Turnierregeln. Tja, und jetzt heißt es viel Glück. Wenn der Wettkampf beendet ist, tragt auf der Ergebnisseite ein, ob ihr gewonnen oder verloren habt. Wer möchte, kann noch ein Screenshot und eine Anmerkung anfügen, falls es Unklarheiten gibt. Und sobald auch euer Gegner das Ergebnis bestätigt hat, ist der Wettkampf komplett abgeschlossen. Jo, und damit habt ihr ein offizielles Match in der PlayStation Liga bestritten, nicht schlecht. Kommende und vergangene Wettkämpfe könnt ihr euch entweder auf eurer PS4 über meine Events anzeigen lassen oder ihr checkt eure Daten über play.eslgaming.com. Ab dem 24. Oktober haben eSportsFreaks zudem unter playstation-esports.de eine neue Anlaufstelle. Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, wir wünschen euch viel Erfolg bei den Online-Turnieren. Mehr interessiert mich da schon dieser Kollege Batman. Da habe ich im Vorfeld wirklich sehr, sehr viel Gutes drüber gehört. Alle waren einigermaßen geflasht, die das gehört haben. Und ich kann es nur bestätigen, ich habe es jetzt auch gezockt, Batman Arkham VR schafft es wirklich wie kein anderes Spiel.